geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen LOG. Ich bin hier mit ein paar Jungs am Start. Alles klar. Nee, wir sind heute ein bisschen in der City hier. Königsbaupassagen, Treppen, Stuttgart, bla bla bla. Und ja, da trifft man auch gut und gerne mal den ein oder anderen Zuschauer hier, oder? Jungs, eine Frage. Was animiert euch dazu, meine Videos zu gucken? Sehr super. Alles klar. Ja, witzig. Ich feiere deine Videos. Treuer Abonnent, bleibt immer so. So will ich das hören. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, moin. Wir sind jetzt hier in einem Café. Ich habe den ganzen Leuten hier, bis auf euch beiden, euch konnte ich leider keinen ausgeben, weil ihr wart irgendwie nicht da. Sonst habe ich den Leuten hier schönen Kaffee ausgegeben. Wir entspannen uns jetzt hier gerade. Wir spielen gleich noch eine entspannte Runde Schach. Ansonsten besprechen wir natürlich die allgemeinen Business-Themen. Wir werden demnächst unser eigenes Unternehmen starten und mehrere Milliarden verdienen. Kann man mal machen, ja. Alles klar, oder? Ja, ich würde sagen, ich übergebe die Kamera jetzt an meinen Co-Kommentator. Er wird euch jetzt was über Business und Lifestyle erzählen. Ja, vor allem Business und Lifestyle. Hier haben wir noch die anderen drei Stricher. Und noch hier. Ihr wollt ja vielleicht noch irgendwelche Grüße raushauen. Wollt ihr vielleicht noch was sagen? Grüße an alles. Grüße an meinen Kumpel Luca und Paddy. Komm, auf jeden Fall Grüße an Miki. Ja, von mir auch Grüße an Miki. Es muss sein und keine Grüße an Tim. Grüße an Lea und Hanna. Ich habe keine Grüße mehr. Ich hau wieder an Nico, der erzählt euch wieder auch was über Business und Lifestyle. Ja, von mir gehen natürlich auf keinen Fall Grüße an meine Abonnenten raus. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich nach Hause verdrücken, dann treffe ich mich kurz mit Sascha, weil ich muss nämlich heute mein Auto abgeben. Und das ist natürlich ein sehr trauriger und schmerzhafter Moment in meiner Laufbahn, weil ihr wisst ja, mein Auto ist mein Schatz und ich bin schon ziemlich verliebt und die Gefühle sind auch ziemlich groß, aber jede große Liebe hat auch eine Trennung. Egal, ich will mehr von euch. No. And we do the serenade. Hey. My own money, so I spin it all like. Okay, alles klar. Hallöchen, liebe Leute, wir sehen uns ein letztes Mal aus meinem geliebten Auto. Ich muss es jetzt heute leider abgeben, wie gesagt. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz die Story dazu. Ich nenne jetzt auch keine Namen, aber ich glaube, die meisten von euch können sich ja dann wahrscheinlich denken. Also dieses Auto läuft seit Tag 1 nicht über meine Firma, sondern über die Firma zweier Herren. Wir haben dann einen Vertrag gemacht im Prinzip, dass das Auto untervermietet wird an mich. Ich habe das auch gezahlt, alles drum und dran, alles ganz normal. Es wurde einfach nur an mich untergemietet, einfach weil ich keine Bonität habe, um so ein Auto zu fahren. Da ja mehrere Streite mit diesen Personen zugange momentan sind und da es auch einfach irgendwie keine weitere Kooperation, kein weiteres Zusammensein gibt mit diesen Personen, haben die jetzt den Vertrag gekündigt. Und da das Auto ja nicht über meine Firma, sondern wie gesagt über ihre läuft, muss ich es jetzt eben abgeben, weil der Vertrag gekündigt wurde. Das ist natürlich jetzt für mich so, ich liebe mein Auto, das Auto war so eines der wenigen Sachen, wo ich mir wirklich was gegönnt habe. Ich habe einfach so unglaublich viel Spaß mit dem Auto gehabt und das ist natürlich dann schon irgendwie so ein bisschen traurig, wenn man dann sowas abgeben muss. Aber ich will jetzt auch nicht hier rumheulen oder so. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich in Zukunft weitermache, ob ich jetzt mit der Bahn fahre oder ob ich mir jetzt erstmal einen Übergangswagen hole, weil das Auto, das ich mir eigentlich als nächstes holen möchte, das ist leider noch nicht draußen. Das wollte ich euch mal gesagt haben, also vielleicht kommen jetzt die nächsten Vlogs aus der U-Bahn. So Leute, da sind wir wieder. Das Auto ist jetzt abgegeben worden. Der Tim, der Sascha und ich, wir gehen jetzt alle zusammen noch eine Kleinigkeit essen. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen kurz erholen, dass ich mein Auto nicht mehr... Wird schon. Ich hab ein bisschen vollgerotzt in den Haaren. Danke. Alles klar. Soll ich links fahren oder? Ja, links, 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 links. Links! Gesundheit! Verhext! Nachher fahre ich dann noch mit der Bahn heim. Super. Ich freue mich drauf. Wieso fährst du mit der Bahn heim? Spaß, als ob ihr da. Lass ich mich heute tatsächlich nicht lumpen. Ich nehme dann einmal das T-Bone 700 Gramm. Dann das Portohaus 900 Gramm und noch das Ribeye 300 Gramm. Ich meine, das Essen geht heute eh nicht auf mich, sondern auf Tim und Nico. Und ich denke mal, nach den drei verschiedenen Fleischsorten soll es auch das mit der Vorspeise für mich gewesen sein. Dann kann der Hauptgang gut und gerne mal noch kommen. Jo Leute, wir sind im Parkhaus. Wir waren jetzt... Alles klar. Was ist gerade lustig über mich?
Wir werden jetzt noch ein bisschen gemütlich durch die Stadt flanieren. Ihr müsst euch so vorstellen, damals mit so ungefähr so vielleicht 60.000 Abos hat mich mal so der erste Abonnent auf der Straße erkannt und hat so gesagt, hey, können wir ein Bild machen? Und ich erst so, hä? Was will der von mir? Wieso will der jetzt ein Bild machen? Er sagt so, hey, ich schaue deine Videos und ich war so voll verblüfft. Und jetzt auf einmal, ich bin auch hier auf der Königstraße in Stuttgart und es kommen so viele Leute. Es ist einfach ein brutales Gefühl, wenn du so weißt, wie viele Leute dir eigentlich zuschauen. Und ja, Leute, deswegen auf jeden Fall mal danke an dieser Stelle für den ganzen Support. Darf ich an der Stelle dann auch noch ganz kurz was aus meiner Perspektive sagen? Ja. Also bei mir war das Ganze ungefähr so, der erste... Ja gut, ich will jetzt nicht Abonnent sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt kein YouTube gemacht habe. Kam ein Typ her und meinte so, ey, ich kenne dich von Saschas Videos. Wahrscheinlich von Saschas Videos. Genau, ich kenne dich von Nico seinen Videos. Und meinte so zu mir, ey, ich finde dich mega witzig und so, können wir ein Bild machen. Bei mir war das schon damals so, dass ich dann grundsätzlich einfach Nein sag, weil ich keinen Bock auf die Scheiße habe. Optimal rübergebracht, Sascha. Ich finde es eigentlich auch generell mit aggressiv. Alles klar. Guckt euch auf jeden Fall mal das letzte Video vom Tim an. Da hat er ein paar Punkte erwähnt, was so... Die Sachen mit Identitätsdiebstahl. Identitätsdiebstahl, ganz genau, was unsere Profile angeht, was Fakes angeht ein bisschen. Und wo zur Hölle fährst du hin? Oh mein Gott, wo fährst du? Pass mal auf, wo fährst du? Wo sind wir? Ey, du weißt doch nicht mal, in welche Richtung das hier geht. Yo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Die erste Episode mit Tim im Gym hätte eigentlich schon längst draußen sein sollen, aber ich bin ja krank geworden, deswegen war es scheiße. Wir probieren es jetzt morgen oder übermorgen zu drehen und dann kommt es so schnell wie möglich. Zur Info kurz, für alle Leute, die sich ein bisschen fürs Training interessieren oder vielleicht auch für Tims Programm, es gibt es gerade im Angebot. Wenn ihr es haben wollt, holt es euch jetzt. Und ansonsten könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat oder beim letzten Video vorbeischauen und den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Also Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!